Überschwemmungen in der Region, Rekordhoch bei Spritpreisen, Pilotprojekt an Lichtensternschule. Das Lichtenstein-Gymnasium in Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg investiert in die Zukunft. Im Forum Lichtenstein, einem multifunktionalen Lernpavillon, sollen sich die Lernfelder Technik, Ökonomie und Musik zu einem einzigartigen, ganzheitlichen Bildungsangebot verbinden. Zahlreiche Partner und Stifter konnten bereits für dieses Projekt gewonnen werden. Unter dem Motto Schule trifft Ökonomie, trifft Kultur, trifft Technik, hat das evangelische Lichtenstern-Gymnasium das innovative Schulkonzept Forum Lichtenstern ins Leben gerufen. Ziel ist es, diese unterschiedlichen Bildungsschwerpunkte unter einem Dach zu vereinen. Er hat drei Bereiche, Musik, Ökonomie und dann eben vor allem noch Technik. Und alle drei Bereiche, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, sind nicht separiert, sondern gehören zusammen unter ein Dach. Und das ist der Modellcharakter. Denn Musik hat man im Musikgymnasium, Technik hat man im Berufsgymnasium, Ökonomie im Wirtschaftsgymnasium. Und wir versuchen, das in eins zu bringen, unter ein Dach, in gegenseitige Anregung. Um das deutschlandweit einzigartige Pilotprojekt Forum Lichtenstern realisieren zu können, hat die Schulleitung den ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Herrn Prof. Dr. Lothar Späth, mit ins Boot genommen und als Schirmherren gewinnen können. Wir haben praktisch zwei Drittel der Finanzen geregelt und noch nicht mit Bauen angefangen. Also das kriegen wir, den Rest kriegen wir auch noch hin. Das wird eine harte Arbeit, weil es die Zeit nicht gerade so ist, dass die Leute besonders gerne spenden. Aber das Projekt ist so spannend, dass eigentlich so viel gerade mittelständische Unternehmer sich dafür interessieren müssen. Auch wenn sie sehen wollen, wohin geht die Reise der Berufsqualifizierung, der Zukunftsorientierung. Das sind alles Dinge, die man hier diskutieren und beantworten kann. Und deshalb ist es schon ein Modellprojekt. Ich bin auch sicher, dass es vom staatlichen Sektor her noch Unterstützung gibt. Als prominenter Unterstützer des Projekts unterstrich der Musiker Roland Pless die Notwendigkeit, neue Wege im Bildungswesen zu beschreiten. Wir haben die Kreativität, wir haben die Innovation. Wir müssen es einfach schaffen, die jungen Menschen fit zu machen für den globalen Markt. Aber für mich persönlich zählt dann nicht nur Leistung, sondern für mich persönlich zählt wirklich Menschlichkeit, auch in dem Streben nach oben. Und das sehe ich persönlich hier in dieser Schule, dass versucht wird, den Schülern wirklich Wissen zu vermitteln auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ganz interessant, aber bitte ohne Ellenbogen. Der Spatenstich des Neubaus ist bereits für Sommer 2011 geplant. Die Sendungen von LTV Landesfernsehen können Sie auch über Astra Satellit und landesweit im digitalen Kabel empfangen. Die Abendsendungen über ERF1 laufen von 19 bis 20 Uhr und von 23 bis 24 Uhr. Weitere Sendezeiten und Informationen entnehmen Sie unserer Internetseite www.l-tv.de.